Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Sea Billions. Name wie immer Programm. Oh, jetzt kriegen wir aber ordentlich Leute dazu. Jetzt verlieren wir ordentlich Energie. Jetzt kaufen wir ordentlich Stein. Wir machen ganz schön viele Sachen, oder? Energie müssen wir doch gleich haben. Ach ja, hier. Okay, sie kosten 30, dachte, die kosten 50, aber die Preise sind deutlich höher. Ah, das lohnt sich eigentlich wirklich nicht. Ja, die Ausbeute ist schon ein bisschen besser. Aber trotzdem. Machen wir erstmal den großen Steinbruch. Was? Mir fehlt Geld? Das kann gar nicht sein. Das muss ein Fehler im System sein. Gehen wir kurz dahin. Oh Gott, jetzt haben wir alles aus Steinhäuser. Alles okay. Wir haben leider noch nicht genug, um den stillen Beobachter später zu bauen. Da brauchen wir noch mindestens ein oder zwei ein Lagerhaus brauchen wir noch mindestens. Hier oben ist eigentlich ein guter Platz, um die neue Stadt dann zu errichten. Aber ehrlich gesagt, das ist gar nicht notwendig. Ich bin noch nicht mal mit einer fertig. Da ist ja noch ein Haus. Das halten wir aber auf da. Geht mal lieber dahin. In dem Bereich brauche ich noch Leute. Hier holen wir uns mal die nächste Stadt. Hier rücken vor. Ich baue mal ausnahmsweise hier mit rein. Will ich das? Ich baue da ein. Große Steinbrüche. Finde ich gut. Ich brauche auch die Ölplattform erstmal. Aber die brauchten, glaube ich, haufenweise Stein, oder? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, gefällt dir die Fläche nicht? Understood. Ready and waiting. Commander?
Perfect. Now who's in our danger? Is everything okay? Das könnte allerdings zum Problem werden. Ein bisschen Massenausbildung schadet, glaube ich, nicht. Ziehen wir uns mal langsam zurück. Soldat für Soldat. Noch ein bisschen den Schein wahren, dass hier alles läuft. Helft mal hier mit. Wenigstens so tun, als ob's läuft. Er bringt uns ja auch mehrere Vorteile, dieser Rückzug. Okay, sie können auf ihn schießen. Kommt, wir sind heute in Geberlaune. So. Was brauchen die zum Upgraden? Eisenhammer, Energiehammer, Arbeiterhammer. Öl haben wir nicht so, aber werden wir den nächst haben? Was kommt der jetzt? Wir haben auf jeden Fall genug Kram, um den stillen Beobachter dann zu bauen. Ah, Stein. Eine Katze schleicht mir um die Beine, ich weiß schon wieder nicht warum. Problem ist, zwischen den Pausen darf man nicht mal pinkeln gehen, dann wacht die auf und meint, sie kriegt irgendwas. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt denkt, dass sie irgendwas kriegt. Sie kriegt nur die Notration. Ah, lauf! Lauf! Schieß! Schieß! Ja, das ist Berufsrisiko. Ja, sollte mal ein Stück zurückgehen. Ich finde das voll geil, das ist fast so cool wie mit den Scharfschützen. Irgendein Steinbruch war noch nicht ausgebaut. Du? Du wirst jetzt ausgebaut. Nicht genug Mat. Ach, die Energie ist schon wieder alle. Wann ist das denn passiert? Boah, das ist auch echt ein bisschen verrückt, oder? Mal überlegen. Der Blitzturm wäre nicht schlecht, aber den kann ich mir noch auf lange Sicht nicht leisten. Wäre echt noch, ob sich das lohnt, die Dinger zu bauen. Ich spare auf jeden Fall Platz dadurch. Rein theoretisch spare ich auch Arbeiter. Spare ich Arbeiter? Siebener Wert ungefähr.
42. Das ist ungefähr gleich. Die Kosten steigen exponentiell an. Aber trotzdem. Ich frage mich, ob die überhaupt noch richtig zielen. Ich glaube, die halten einfach nur noch in die Massen rein. Daneben schießen ist fast unmöglich. Ist das nicht Musik in euren Ohren? So, ich baue jetzt hier noch ein Kraftwerk rein. Hier zerstört das mal. Ich komme auf jeden Fall nicht dazu einzugreifen. Okay, jetzt stelle ich mal hier in die Mitte. Okay, jetzt haben wir die großen Mühlen. Ich rüste mal auf. Gold und Eisen, ja, Eisen. Dann lohnt es sich eigentlich mehr auf Eisen zu gehen ein bisschen. Den hat es zerhackstückt. Der geht jetzt als Hackschnitzel durch. Hier gehen noch die Stärksten. Wo? Da. Nee. Commander? Oh, der Schaden ist nicht so groß. Tja, da wird auch nicht geballert, schätze ich mal. Die haben Spaß an ihrem Job. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie Spaß an ihrem Job haben. Naja, es geht auf jeden Fall aufwärts. Aber uns geht auch langsam die Zeit aus. Ja, die Schwabbel hauen halt ordentlich zu mit ihrer Bud Spencer-Keule. Borken. Angreifen. Beförderung müsste es auch die eine oder andere geben. Borken. Da ist noch ein bisschen mehr, glaube ich. Da sieht doch kein Mensch mehr durch, was hier passiert, oder?
Ich muss auf jeden Fall mehr Soldaten produzieren, sonst Problem, schätze ich mal. Und dann langsam sollte ich auf den stillen Beobachter gehen, einfach nur, damit ich hier ein bisschen was sehe. Hier ist ganz schön noch was. Autsch, das tut so richtig weh. Was packen die hinten? Ich sehe nichts. Danke, Katze. Du bist mir wie immer eine große Hilfe in diesen Spielen. So wie in allen anderen. Und sagt er nicht, häng doch einfach was davor vor die Katze, dann sehe ich nämlich noch einen Jäger. Das geht nicht. Ich habe es einfach so gemacht, ich kann hier wirklich nichts hinhängen. Das sieht unter aller Kanone aus und meine Frau bringt mich um. Ich bin jetzt einfach dafür verblieben, ich mache einfach meine Aufnahmen in Zeiten, wo es mich nicht so stört. Okay. Ja, gut machst du es. Das hier reißen wir gleich mal ab. Beziehungsweise brauchen wir jetzt eigentlich wieder mehr Häuser. Oh. Habe ich schon die verbesserten Farmen? Nö, aber sollte ich gleich mal machen. Lohnt sich bestimmt. Oh, der steht alleine. Oh, der jetzt, da hat's wieder einen erwischt. Mach mal den da weg. Gerade bei Veteranen tut das doppelt weh, wenn die kaputt gehen. Wie groß ist diese Stadt? Gehen wir mal dahin. Was fehlt jetzt eigentlich noch für den? Nur das Gold, das haben wir gleich. Einmal sammeln, beziehungsweise. Waiting on orders. Any orders? Our forces are in danger. Okay, einmal stiller Beobachter zum Mitnehmen. Commander? On your order. Our soldiers are in trouble. Okay. Here we go.
Hallo? Von so vielen Kerlen wurdest du noch nie durchlöchert, schätze ich mal. Und das habe ich absichtlich so gesagt gerade. Und zerstören. Und zerstören. Der hat es gerade in alle Löcher bekommen. Will ich den mal bitte töten? Aufpassen, ist der Gigant in der Nähe. Any orders? Das wird auch interessant, den loszuwerden. Okay, wir brauchen Essen. Da wird meine Katze gleich hellhörig essen. Kann ich mir noch eine leisten? Eisen. Ich muss meinen Eisenabbau auf jeden Fall verbessern demnächst. Oh, da brauche ich Eisen. Hey, guck mal, hier ist Eisen. Das kann ich nur zum Eisen abzubauen. Kann ich nicht. Die halten das echt gut durch. Da merkt man erstmal den Unterschied zwischen denen und Soldaten. Denen und Scharfschützen meine ich. Denen und Soldaten, ja. Also ich finde, Soldaten sind viel besser als andere Soldaten. Das kann weg. Du schickst sie mal dahin. Da kommt nicht auch immer einiges angerannt. Ja, jetzt versucht die auch noch mit ihrer fetten Pfote meinen Arm wegzuschieben, weil der Ding anscheinend stört. Jetzt geht's los. Aktiv mein Spiel noch behindern. Ich würde jetzt gerne kurz auf den Beobachter warten, ehrlich gesagt. Ich weiß, der nächste Angriff wird auf jeden Fall schon mal eine richtig üble Nummer. Er braucht nicht mehr lang. Und wir haben schon fast wieder alles zusammen. Den Rest müsste ich dann hier ungefähr haben. Okay. Jetzt aber unbedingt auf den Beobachter gehen. Was fehlt alles? Eisen haben wir hier. Ja, und natürlich das Gold. Any orders? Commander? For the colony! Einmal noch sammeln. Ich wollte eigentlich das sammeln. Oh, die haben das nicht vermutet. Naja, alte Zombies. Die hören halt nichts mehr. Hä? Hab ich nicht gerade Eisen genug? Ich dachte, ich habe genug Eisen gesammelt. So. Also dieses Weltwunder lohnt sich eigentlich immer. Öl. Auf das Ding könnte ich eigentlich als nächstes gehen. Aber ich würde gerne erstmal. Ich muss sehen. Noten. Ein Glück baut er so schnell.
Kann ich hier noch überall vor... Ach, kann ich nicht, ne. Schön, dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier in die Richtung als allererstes mal räumen. Oder in die? Ah! Das dachte ich mir schon, dass hier irgendwo eine Stadt sein muss. Und hier ist die andere, ja. Das ist nämlich nicht von ungefähr, dass hier so viel kommt. Zwei Städte haben wir. Ah, wir hatten hier oben eine richtig große Stadt. Das war eine der Hauptstädte garantiert. Naja. Das hier läuft auch ganz gut. Ihr könnt eigentlich vorgehen. Hier haben wir so ziemlich alles schnell erlöst. Ach ja, Norden. Angriff. Gefährlich. Okay, genau hier. Ach. Das ist ja praktisch hier. Das hätte ich vielleicht mal vorher schon sehen, wissen müssen. Ja, sieht man es mal wieder. Wissen ist echt wichtig. Für den Endkampf kann ich auf jeden Fall die Explosivfässer nutzen. Hä? War es das schon? Das ist aber nicht so viel. Oder läuft hier irgendwo noch eine andere Welle rum? Nö, das ist es. Ich bin mal großkotzig. Das sollte für die reichen. Oh, ihr müsst aber auch mitschießen, weil sonst geht es in die Hose. Ja, egal ob wir jetzt einen noch. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwer. Da brauche ich eine Jägerin. Ich habe auch bloß noch eine, sehe ich gerade. So, das teilen wir schön auf und das war's für die. Understood. Our soldiers are in trouble. Tell me.